Willkommen zurück zu einer neuen Folge Uncharted 4. Ja, jetzt sind wir hier schön weit mit unserem Bruder Sam in die Tiefen der Höhle eingedrungen. Und ja, da ist eine Tür. Die werden jetzt mal gleich aufmachen und schauen, was es hier erwartet. Sieh dir das an. Etwas glitschig. Hier drin ist ein Griff oder sowas. Na dann zieh mal dran. Was? Und wenn es eine Falle ist? Du bist doch schon drin. Was kann denn schon passieren? Ich verliere meine Hand? Dann kriegst du einen Haken. Jetzt zieh dran. Haken. Okay, dann mal los. Ja, meine Mordstrom-Tür ist weggerollt. Hallo. Interessante Einrichtung. Wer würdig ist, den erwartet das Paradies. Wer unwürdig ist, für den wird das Schicksal fies. Tja, ich nehme an, Avery war ein besserer Pirat als Dichter. Das ist nicht von Avery. Was meinst du? Hier. Das ist der Rhode Island-Pirat. Thomas Tu? Ja, aber er kann es nicht sein. Ich meine, das ist zwar sein Siegel, aber Tu starb beim Angriff derselben Schatzflotte wie Avery. Ja, zumindest heißt es so in den Geschichten. Falls das wirklich... Hoffentlich brauchen wir die Infos nicht mehr. Ich kann es mir nicht merken. Was hat er dann mit all dem hier zu tun? Okay. Eine verdammt gute Frage. Ah, alles klar. Wer würdig ist, ein neues Kapitel. Diese Typen sind, die unwürdig sind, denke ich. Ich glaube, Avery oder Thomas Tu würden uns nur Angst machen. Zum Glück sind wir knallharte Schatzsucher. Zum Glück. Okay. Keine Ahnung. Was hier auf uns wartet. Wir schauen einfach weiter in das Höhlensystem rein. Die Brücke wird so sicher wie die andere. Bis jetzt hat sie ja. Stürzt sie ein oder nicht? Nein. Das kommt schon noch. Hopp, Alter. Diese Brücken sind nicht vorschriftsmäßig gebaut. Aber klar doch. Piratenvorschrift. Alles klar. Da geht's runter, dann gehen wir da mal wieder rauf. Das geht gar nicht hier. Da kommt jetzt bestimmt viel Action mit dem Seil. Alles klar, dann geht's wohin? Mal einen großen Sprung. Okay. Noch einen großen Sprung. Und Heps. Ja, der Nate, der kann das halt, gell? Also hat Tu diesen Ort mit Avery erbaut. Ich verstehe das nicht. Ach, ich auch nicht. Avery. Ach, hier rauf. Warum weiter einen anderen Piraten ein? Vielleicht war der für ihn Teil seiner Mannschaft. Vielleicht hat er ihm so ein Dismas-Kreuz geschenkt. Ja, vielleicht hat Tu den Schatz eingesackt. Ja, viele Geheimnisse und Rätsel, die noch gelöst werden müssen während des Spieles. Ist da hinten? Da gehen wir gleich mal hin. Da sind wir hergekommen. Alles klar, wir marschieren da rein. So das Gefühl, da passiert gleich wieder was. Entweder kommen da jetzt diese Shoreline-Trotteln oder irgendwas. Ich sag's doch. Tja, da ist zu. Wenigstens sind wir nicht in eine Grube gefallen oder so. Wo ist denn dieses Trittding? Vielleicht brauchen wir das nachher noch. Alles klar. Was haben wir hier Tolles? Ist raffiniert, kann man wohl sagen. Okay. Hier ist bestimmt irgendwas zu machen. Noch ein Hebel. Gut.
Den braucht man nicht ziehen. Endet nämlich tödlich. Das bedeutet, wir müssen hier irgendwas machen an dem Teil. Aber was? Soll ich trotzdem mal ziehen? Ja, ich zieh noch schnell die Hand da raus. Okay. Ziemlich ausgedrückt. Aha. Ja. Der Typ hat wohl nicht bestanden. Machen wir es besser. Alles klar, hier muss man irgendwas machen. Unten, da ist etwas. Ein Eimer. Okay. Was jetzt? Den Eimer müssen wir garantiert mit Wasser auffüllen. Eimer voll. Gut, gib ihn mir hoch. Ja, wir haben ein Rätsel zu lösen. Im Moment, gut, ist auch noch ein bisschen zu früh, habe ich keine Ahnung, was da zu machen ist. Aber jedenfalls wird der jetzt bestimmt der Sam den Eimer wieder da in diese Konstruktion zurückstellen, genau. Aha. Alles klar, wofür sind die Räder? Die drehen den ganzen Spaß. Ist da was mit den drei Kreuzen? Ja, das sind Jesus, unser guter Dieb Dismas und der böse Dieb Gestas. Okay, drehen. Mach doch mal hier. Und das schwarze ist Gestas. Aha. Und jetzt da drehen, oder? Da kam der Eimer her. Hey, warum hat sich was bewegt, als du den Eimer draufgestellt hast? Okay. Der Kanal verläuft vom Mechanismus zur Tür. Okay. Und jetzt müssen die drei Kreuze da noch irgendwie... Ja, warte mal, nehmen wir hier. Eins, zwei, drei. Schaut doch gar nicht schlecht aus. Halt, zurück. Und das obere Kreuz noch, oder? Ah, halt. Jetzt fehlt ja... Hä? Moment. Aha, okay, jetzt kann ich da hier... Moment, wenn ich das jetzt drehe, dann verschwindet da alles, okay. Aber dann kann ich das Kreuz da reinstellen. Ich gehe wieder zurück. Das war's? Du könntest am Hebel ziehen. Könnte ich. War's das jetzt? Also ich weiß nicht, ob die in der richtigen Reihenfolge sind. Wenn man da mal guckt, auf dem Tagebuch. Hey, Sam, halt. War Dismas links von Jesus? Guckst du von vorne oder von hinten drauf? Von vorne. Dann war er links. Okay, das habe ich auch. Okay, ich probiere das jetzt einfach mal. Wir werden ja sehen, was passiert. Nathan. Bist du dir ganz sicher? Bis gerade schon. Nochmal. Und? Kriegen wir jetzt die Klingen ab? Oh, ja. Du hast das schwarze und das weiße Kreuz vertauscht. Du sagtest doch... Nein, du hast es falsch. Das schwarze und das weiße Kreuz sind vertauscht. Alles klar. Das bedeutet... Wir nehmen... Ich weiß nicht, wie muss ich ihn jetzt da drehen? Jetzt sind schwarz und weiß richtig. Allerdings ist dann das falsch. Das heißt, wir nehmen... Halt, ich bin durcheinander. Das ist gar nicht so einfach. Das dahin... Das Schwarze und Weiße ist vertauscht. Jetzt ist er ganz woanders. Moment, nochmal gucken in dem Tagebuch.
Oben ist das Jesuskreuz. Das Weiße muss nach links. Wo ist das Weiße? Ah, okay, hier. Okay, das Weiße ist hier. Allerdings ist jetzt das andere unten. Dann müssen wir erstmal das wieder irgendwo anders parken. So. Ach, um Gottes Willen, jetzt ist ja der Eimer auch gar nicht mehr an der richtigen Stelle. Oh, oh, okay, alles klar. Das ist mir echt ein bisschen zu blöd. Jetzt muss erstmal der Eimer wieder nach oben. So. Der Eimer ist wieder oben. Jetzt nochmal gucken. Das weiße Kreuz ist richtig an der Stelle. Allerdings bringt es uns nichts. Halt, dreh weiter. Jetzt müssen wir das mal wegbringen. Hierhin. Halt. Dahin. Hinweis. Bringen Sie die Kreuze ins Licht. Na, ich weiß schon. Dann. Da ist nichts. Da drehen wir nur den Eimer. Dann muss jetzt das Kreuz dahin. Okay. Das Kreuz. Halt. Nein, jetzt dreht sich ja wieder der ganze Scheiß mit. Das regt mich langsam auf. Okay. Keine Ahnung. Kann man den Scheiß nicht überspringen? Bestimmt. Hä? Okay. Dahin? Boah, das fängt an zu nerven, der Scheiß. Das lief doch schon viel besser vorher. So, weißes Kreuz da. Schwarzes Kreuz. Kotze, Fimmel. Dahin. Bleib stehen. Okay. Und jetzt habe ich aber das Problem, dass der Eimer aha, toll. Das bedeutet, der Eimer muss auch noch eins versetzt werden. Und dann macht es ja die ganze Konstruktion wieder madig. Okay, dann tun wir das dahin. Halt. Bleibt da oben. Und jetzt kann ich doch hier drehen. Ah, ne, dann dreht sich das andere Kreuz auch. Okay. Wo muss ich denn da kurbeln? Das ist ja furchtbar. Okay. Jetzt pass auf. Jetzt gehen wir dahin. Oh, nee, doch nicht. Das da ist wie dieser Rubikswürfel, den kriege ich auch nicht hin. Der muss da hin. Aber dann ist ja das weiße Kreuz wieder im Weg. Das ist ja furchtbar. Wir entfernen uns ja immer weiter weg von unserem eigentlichen Ziel. So, und jetzt aber, oder? Okay, das muss es sein. Haben wir es jetzt geschafft? Das ist ja ein Albtraum. Oh nein, diese Ehre will ich dir auf
Okay, alles klar. Schauen wir mal, was passiert. Ich weiß jetzt nicht. Das ist ja ein furchtbares Rätsel. Jawohl. Das haben wir geschafft. Sehr gut. Sehr gut, der Weg ist frei. Hier der. Also ein Test war. Was wurde dann genau getestet? Alles klar, schauen wir mal ins Tagebuch rein, was da noch Schönes steht. Über den Avery und seine Mannschaft bestimmt. Nee, schaut er gar nicht rein. Wenn er quatscht, doch, macht er jetzt. Ein allzu schwerer Test. Was ist denn das? Ist das nicht der einzige? What reaching internet feeling? Okay. Okay, keine Ahnung. Auch scheißegal. Wir hüpfen weiter von Ast zu Ast. Wo ist der Sam? Ich hüpfe jetzt einfach mal rüber. Es wird schon richtig sein. Okay, da ist hier gleich mal der Hinweis auf dass wir einen Haken da festmachen können. Mama, Oma. Und wo schwingen wir uns rüber? Ah, hier, alles klar. Großer Sprung. Okay, wir müssen bestimmt hoch zur kaputten Brücke. Okay. Hoch zur kaputten Brücke. Schauen wir uns das mal an. Suchen wir einen Weg hoch. Das hier einmal. Ich helfe dir hoch. Mit der Räuberleiter. Ja. Ich bin noch ein bisschen am Grübeln wegen vorhin, wegen diesem Rubiks Rad. Okay, ich habe hier oben was für dich. Versuch. War ganz schön kompliziert, oder habe ich mich nur saublöd angestellt? Ich weiß nicht. Was macht der jetzt? So hirnlos, diese Dinger zu benutzen. Wenn man doch ein Seil hat. So, weiter geht's. Wo ist der Bruder hin? Ja, jetzt stehen wir uns gleich im Weg, oder? Mir nach. Da wollte ich gar nicht hinspringen. Aber es hat es ja doch gebracht. Das ist echt nicht leicht, oder? Wo ist er hin? Das war bestimmt leichter als die. Da bricht dann auch nachher bestimmt wieder was runter. Doch nicht. Alles klar, jetzt geht's weiter. Was hier drin ist. Ey, die Decke hier ist niedrig. Pass auf dein. Au! Ja, ich passe auf meinen Augen. Alles klar. Hier lang. Ja, vielleicht hier durch? Ist da? Ich sehe hier ein Licht. Ratzen haben wir hier überall. Oh, Katakomben. Aber das ist doch hier auch wieder ein optimaler Platz für einen Schatz, oder? Naja, gerade nichts. Vielleicht im nächsten Raum. Auch nicht. Na, gibt's hier noch irgendwo Schätze? Nee. Oder ich spiele einfach zu schnell und unaufmerksam. Was hat er Schönes gefunden? Nix. Wo lang? Wo sind wir hier? Da geht's darauf. Nee. Ah, okay. Da können wir uns eventuell wieder schwingen. Oder? Ich weiß nicht. Gerade ein bisschen verwirrt wieder. Oder kann man da. Nee, runter können wir auf gar keinen Fall. Da können wir nicht klettern. Da vielleicht? Nee. Ja, sollen wir diesen riesen Sprung da? Ah, hier, da ist so ein Vorsprung. Und dann. Eieiei, ich weiß gerade nicht. Ja, Leute, ob wir da wirklich runterspringen oder doch einen anderen Weg nehmen, könnt ihr gleich erfahren, wenn ihr euch die nächste Folge anschaut. Wir beenden hier. Und würde mich freuen, wenn ihr wieder mal reinschaut. Ciao, Servus, bis zum nächsten Mal.